Na, das wusste ich ja nicht. So, nochmal abspeichern. Ich weiß auch genau, wo wir lang müssen, weil ich mich ja relativ, ja, auskenne. Nee, dann musste ich jetzt nur einmal genau auf die Karte gucken, damit ich weiß, in welche Richtung wir laufen müssen. Weil das kann... Da kann sich sogar manchmal ein Profi verirren. Das geht. Das ist möglich. Wir müssen jetzt aber bald da sein. So, wo geht's eigentlich? Was ist das denn? Ach, da hinten geht's zu den Pyramiden. Naja, gut, da müssen wir eigentlich hin. Oh, nee, der Harp hier. Nein. Jetzt grinst du schon so dumm. Komm her. Ja. Headshot. Eigentlich Bauchshot, aber ich meine ja nur Stomachshot oder was? Hallo. Darf ich vielleicht auch mal treffen? Pam. Was ist das, ey? Ich hasse das. Jetzt aber. Pam. Treffen. Und einer hängt da oben fest, oder was? Na toll. Jetzt ist er da. Bam. War ja auch der, so klang ja auch der Schrei von der Hilda vorhin beim Zähneziehen. Das war schon geil. Hm, voll lustig. Apropos die Federn. Falls wir sie irgendwann mal wieder brauchen, nehmen wir uns jetzt so 20 mit, weil hier 4 sind. 4 mal 5 ist 20. Für diejenigen, die es nicht wissen. Deswegen haben wir jetzt 20 Harpienfedern. Ich glaube, die Zeit ist abgelaufen, sobald wir da sind. Ja, und hier geht's gar nicht hoch. Warte, was war das denn? Egal. Ich laufe einfach weiter, ist mir jetzt auch egal. Lauf wieder, ja, yeah. Einfach so mitgenommen. Und eine Fackel und ein kaputter Inos-Schrein. Basland-Scavenger. Nein, falsche Waffe. Nein, was machst du denn? Ich werde eigentlich tödlich ungern Scavenger, weil wir diese blöde Quest noch haben, aber... Na. Boah, ey, was krächzt denn hier so rum? Das geht einem ja voll auf die Säcke. Da kommt man kaum noch rein, oder was? Haben wir die Wassermagie total zugebaut, oder wie? Oder was? Oder warum? Oder warum? Oder weshalb? Oder... Ich habe zweimal warum gesagt, egal. Zweimal warum? Du bist dumm. Da könnte man immer noch reinspringen. Vielleicht geht's auch durch die Tür. Können wir ja mal erforschen gehen. Das wird aber einiges an Zeit beanspruchen wahrscheinlich. So, pass auf. Ist man so gut wie da? Ist ja noch irgendwas? Nö. Dann sind wir auch schon fast da. Hier ist natürlich ganz gemütlich. Am Hinterteil der Welt. Hier ist alles ruhig, natürlich. Nirgendwo Gegner. Überall Pflanzen. Ruhige Musik. Unten eine ganz schöne Gegend und ein paar Blutfliegen. Oh nein. Was will der denn? Ich weiß nicht, was du von mir willst. Du quatschst mich doch dauernd an. Sie weiß nicht so. Ich muss suchen. Ich muss weiter suchen. Ich bin gerade am Kämpfen, also bitte hau ab. Danke. So ein Idiot, ey. Nichts zu plündern. War das doch einer. So, jetzt aber. So, und ihr seht schon, da hinten ist so eine, ja. So ein kleiner Durchgang. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich habe es direkt hier. Da ist ein Irrlicht. Moment, das killen wir auch noch.
Ich wusste, ich habe hinten irgendwas gesehen. Komm her, du Kackding. Blödes Licht. So, tot. Da ist nichts zu. Natürlich ist da nichts zu holen, es ist ja nur Licht. Aha, was haben wir denn hier auf dem Weg? Und da hinten sind ein paar Leute. Und nein, da ist so einer in der Rüstung. Oh nee, nein. Was hat er? Hat er eine Pfeilwurz Wurz dabei gehabt oder nur eine Waldbeere? Oder eine Heilwurzel? So, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Ich rede erstmal mit dem Talas. So, der Talas, oder? Wo habe ich das gewusst? Hey, Novize? Woher weißt du? Das ist nur die Kleidung, die mich noch mit der Vergangenheit verbindet. Aber in der Tat, wenn du so willst, bin ich ein Novize. Ein Novize Belias. Und bald schon werde ich ihm noch näher sein. Das bezweifle ich keine Sekunde. Bis bald. Wieso habe ich gewusst, dass es der Talas ist? Ich habe eigentlich... Es kann gut sein, dass ich durch Gothic 1 immer sage, dass ein Novize Talas heißt, wenn man mit dem ja Quests macht. Aber dass es der Talas ist? Hä? Kann sein, dass ich hier schon mal war, aber... So groß erinnere ich mich da jetzt auch nicht mehr dran. Hm, na egal. Ich spiele es ja auch nicht komplett blind, das gebe ich ja zu. Halt! Stehen bleiben! Oh nee. Redest du mit mir? Siehst du ja noch jemanden? Bleib stehen und beantworte eine Frage. Wer ist dein Gott? Belia! Nicht schon wieder! Belia! Hä? Belia! Was nicht schon wieder? Belia! Deine Kumpels Belia. Da hinten haben mich das auch Belia. Schon gefragt. Okay, ich auch. Und? Was hast du geantwortet? Anscheinend das Richtige? Die Frage sollte lauten, wie hast du geantwortet? Anscheinend das Richtige. Sonst wäre ich doch nicht an ihnen vorbeigekommen, oder? Hm, das scheint zu stimmen. Na gut, du kannst weitergehen. Puh. Immer schön die Augen offen halten. Ach, guck mal, der Bronco, was macht denn der hier? Hey, du da. Was ist denn noch? Geh zum Tempel. Das schwarze Licht erleuchtet jeden. Mich hat er auch zum rechten Glauben geführt. Du warst einmal Bauer, richtig? Richtig. Und irgendwann hätte ich auch Seekops Hof übernommen, wenn ich dieser Irre mit dem Pferdeschwänzchen aufgetaucht wäre. Ha! Wenn er mir jetzt begegnen würde, dann würde ich... Verlieren. Natürlich. Keine Frage. Ich mach dann mal los. Der würde dich zusammenschlagen, Bronco. Ganz einfach. Oh Mann. Was ist da hinten? Wer ist das? Ein Bandit oder was? Nö, ein Templer oder zumindest ein Noviz-Templer-Dingen. Hey, du kommst hier nicht rein. An deiner Stimme erkenne ich den Migranten. Hey, was ist jetzt so für Scheiße? Hab ich männliche Stimme von dicke Eier, nicht schon irgendwelche Migranten? Willst du mal anfassen oder was? Nee, lass gut sein. Sag mir lieber die Parole. Was? Parole? Ey, Scheiße, ich kann euch von die Chefs nehmen, oder hat mir was von Parole erzählt. Bleib ruhig, das werde ich mit den Chefs schon klären. Ich gehe dann mal zu ihnen. Hey, kühle Blatt, kannst rein. Na, immerhin. Ich gehe dann mal. Haben wir eigentlich noch Zeit? Jo, müsste eigentlich gehen. Hätte mich auch mit denen allen anlegen können, aber ich hab's nicht getan. Ich folge dem roten Licht am besten. Moment, ist hier vielleicht irgendeine... Nee, nur Budlerfleisch, Feuerwurzel, Heilwurzel. Noch mehr von den Gammelpilzen. Oh, was ist das? Pfeilwurz, jawoll. Ach, cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich nehme an. Nein, ich bin mit Balkadar, guck mal einer an, was macht denn der hier? Will alles erstmal mitnehmen, oh geil. Belia, Belia, Belia ist cool. Wenn ich alles mitnehmen kann, ist Belia cool. Cool. Nein, hör auf dich hinzusetzen, dafür haben wir jetzt keine Zeit, verdammt nochmal, verstehst du es nicht? Runenstein, Balkadar ist anscheinend der Anführer, oder wie? Naja, ist mir egal, ich hab die Pfeilwurz-Dinger, ne? Ja, jetzt bloß kein Essen. Mehr. Zur Sicherheit. Hey du! Willkommen in seinem Heiligtum auf Gorinis. Willkommen im Tempel der Nacht. Was führt dich zu uns, Tochter der Dunkelheit?
Erleuchtung? Würden wir hier nicht in seinem Tempel sein, würde ich den Doppelsinn deiner Bemerkung genauer hinterfragen. Aber du kannst ja nur hier sein, wenn du sein Wohlwollen besitzt. Also frage ich nicht. Und sonst so? Wenn du Erleuchtung suchst, dann rede mit dem schwarzen Licht. Er bietet am großen Schrein. Wandle in Dunkelheit. Okay. Balnamib. Hallo. Oh, eine Gläubige hat den Weg hierher gefunden. Was führt dich zu uns? Ich bin auf Pilgerreise. So, da bist du die Erste. Was erhoffst du dir am Ende deiner Pilgerreise zu finden? Die Erleuchtung, das Richtige zu tun? Wenn du Erleuchtung suchst, sprich mit dem schwarzen Licht. Wandel in Dunkelheit. Die haben alle zwar einen Volldachschaden, aber hier ist cool. Weil viele Tränke, viel Zeug und man kann sie einfach nehmen. So was hier oben jetzt, hip. Baal-Orun, natürlich. Hey, Priester. Wer hat dir erlaubt, mich anzusprechen? Oh, nee. Wie sollte ich sonst mit dir reden? Indem du wartest, bis ich dich anzusprechen geruhe. Bis dahin wandle in Dunkelheit. Die anderen haben den Mist gelassen. Oryk, was macht denn der hier? Hey, Ritter. Wer bist du, dass du es wagst, mich bei einem verfemten Namen zu nennen? Ich bin das schwarze Licht. Belias Zunge auf Corinis. Ups, ich bin Velaya. Einfach nur Velaya. Ich wollte hier nur mal so reinschauen. Bist du der höchste Vertreter Belias hier auf Corinis? Ich bin sein höchster Priester. Die weltlichen Angelegenheiten hat ein anderer in seinen altbewährten Händen. Wie kommt es, dass ich von diesem Tempel noch nie gehört habe? Wenn du den Weg bis hierher bewältigt hast, wirst du wissen, warum. Eure Männer draußen haben unschuldige Leute getötet. Unschuldige? Es gibt Anhänger des wahren Glaubens und es gibt Schuldige. Und die Schuld kann nur mit einem Bekenntnis zu Belia oder mit Blut reingewaschen werden. Was passiert, wenn die Paladine von den toten Menschen erfahren? Werden sie dann nicht versuchen, euch zu vernichten? Was für Paladine? Die paar Ritter, die diesem André noch geblieben sind, trauen sich doch kaum aus der Stadt heraus. Und vergiss die Kreaturen unseres Herrn nicht. Die Orks und die Siskrich, die Echsenmenschen. Eine kleine Streitmacht von ihnen steht bereit, die Insel zu erobern. Nie war die Zeit so günstig, sein Reich auf Corinis zu errichten. Habt ihr noch andere Pläne? Natürlich haben wir noch andere Pläne. Wir bauen gerade ein Spionagenetz auf. Moment mal. Wer bist du überhaupt? Velaya, einfach nur Velaya. Hat dich der Feind geschickt? Nenne mir sofort die Worte der kleinen Anrufung. Die Worte der kleinen Anrufung? Warte, ich hab's. Komm, Herr Belia, sei unser Gast und segne... Nee, ach ja, Vater Belia, der du bist im... Genug, du bist keine von uns. Du hast dich hier eingeschlichen, du gehörst zum Feind. Tötet sie! Das ist schlecht. Jetzt bist du dran! Wann haut der denn drauf? Nein, verdammt nochmal! Boah, verdammt, was war's für dich, Kennerin? Nix! Jetzt bist du dran! Verdammt, 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 mach nochmal hin hier! Ey! Ha, selbst ungenietet, das war schlecht, Freunde. Wo haut der rein, ey? Oder er gesagt, hat der viel Leben? Und ausweichen! Boah, unfair! Oh Mann. Haha. Verdammt, das zählt nicht. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Ja, lass mich auf. Was soll der nicht? Was soll der nicht schon wieder? Mann. Boah, jetzt haben wir aber. Ja, tut mir leid, wieder mit ein bisschen Hilfe, aber. Das ist ja assi hier.
Wirklich, ich habe keinen Bock hier, das alles immer hin und her zu versuchen. Deswegen, tut mir leid. Uah! Hau ab! Mann, was macht hier ein Minecrawler? Ach ja, hier war ja noch ein anderer Gang, stimmt ja. Ja, gib erstmal euer Zeug her. Und du auch, Kollege. Wo ist denn eigentlich dein Schwert hin? Oh, cool. Hm, naja. Haben wir noch Heilpflanzen? Haben wir. Ja, die bringen jetzt auch nicht wirklich viel. Oh, ein Kronstück. Aber wir haben 10 von diesem Pfeilwurz-Dinger. Können wir ja direkt dem Ding was abgeben. So, jetzt mal kurz auf die Zeit achten. Okay, noch ein bisschen. Wir können noch mal versuchen rauszukommen, aber... Wo haben wir denn hier unsere Heilwurzeln? Hier. Heilkraut, noch alles weg. Mampfen. Ja, Mampf. Ich habe das miese Gefühl, dass wir noch gegen die draußen kämpfen müssen. Und dafür reicht unser Leben mal so gar nicht. Das nützt ja gar nichts. Das kann ja, da sind wir ja dann morgen früh noch hier. Könnte doch einfach F8 drücken, mache ich aber nicht. So, vielleicht gehen wir jetzt erstmal raus hier. Ha, alle tot. Habt auch verdient, ihr Pisser. Man tötet nicht einfach irgendwelche Menschen. So, direkt noch hier neben dran gehen. Oh ne, ich höre schon was. Oh, da ist noch so ein Pfeilwurz-Ding. Nehme ich mal lieber alle mit. Wo ist denn der Typ hin? Egal, Hauptsache er ist weg. Das ist das Wichtigste. Huch, was war das eben für ein... Für die Waffe einstecken. Ach, falsche Taste gedrückt, wie dumm. So, nochmal abspeichern, zack. Jetzt gehen wir noch da lang. Hier sind Minecrawler, Betten. Oh, das geht weiter. Boah, was liegt denn hier alles? Hammer. Echt Hammer. So ein paar Tränke vielleicht. Wow, eins. Ist ja der Bringer. Egal. Das hilft im Leben schon ein großes Stück weiter. So, nochmal abspeichern. Bis jetzt hat es sich hierher gelohnt. Was geht denn noch weiter? Oh, verdammt. Als hätte ich euch nicht gesehen. Ich bin nicht blind. Leichter Zweihänder. Wow. Grundstücke. Ja, es fehlen nur noch diese blöden Drachenwurzeln. Die findet man meistens irgendwo an Felsen. So, damit... Oh, Feldknöterich auch noch. Sowas aber auch. Hätte man es früher hier umschauen müssen, hätte vielleicht was gebracht. So, egal, sind wir hier durch. Die Dunkelpilze braucht ja kein Mensch. In dem Fall. Ja, Fleischwanzen sind mir auch egal. Ziemlich egal. Dann wären wir hiermit fertig, würde ich sagen, ne? Oh. Du wärst besser nicht ganz hierher gekommen. Komm her. Was ein Arsch. Komm her. So, das ging aber. So, Rakan noch ausrauben. Abspeichern. Und dann müssen wir das nächste Mal direkt hier versuchen rauszukommen. Das wird nicht einfach. Vor allem, da alle ziemlich sauer auf uns sind. Aber wir haben genug von diesem Zeug für unser restliches Leben. Hoffentlich. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Eigentlich eher nicht, ne? Aber ich speichere gerade nochmal, aber es nützt ja auch nicht wirklich viel. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns das nächste Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich auf jeden Fall. Es war ganz lustig. Tut mir leid, dass ich halt wieder aufgestanden bin mit F8. Aber ich meine, das ist doch... Ich habe keinen Bock, da die ganze Zeit rumzuprobieren. Mich wieder aufzuregen, weil ich weiß, dass es euch nicht gefällt, dass ich mich aufrege, weil das ist bei Let's Playern oft so.
wenn man sich halt immer wieder aufregt, weil man das nicht schafft, dann ist das nicht schön für die Zuschauer. In dem Fall sage ich, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.